Jetzt schauen wir uns das am Computer an, wie man das macht, wie uns der da zur Hilfe kommen kann. Also, ich starte jetzt die Aufnahme. Passt. Als erstes muss ich natürlich Inkscape starten. Naja, und wie wir es da gewohnt sind, haben wir da Inkscape. Und dann haben wir dort oben unter Erweiterungen, unter Laser Tools, den sogenannten Tapped Box Maker. Ja, und da ist eigentlich alles fast schon selbsterklärend. Also wir werden da verwenden die Einheit was auch immer da hinten gerade runtergefallen ist. Also wir werden da verwenden die Einheit Millimeter. Bei Box Dimensions, da kommt es halt darauf an, will ich jetzt die Innenmaße angeben oder die Außenmaße. Wenn ich zum Beispiel haben will, dass bestimmte Stifte hineinpassen, dann gebe ich die Innenmaße an. Und wenn es aber eine Box sein muss, die wo reinpassen muss, dann gebe ich die Außenmaße an. Jetzt haben wir zum Beispiel Länge 30 mm, Breite 40 mm, Höhe 50 mm. Na, das tun wir jetzt ändern. Also, wenn ich da Stifte hineingeben will, dann habe ich zum Beispiel kurze Stifte 100 mm lang, 50 mm breit und 30 mm hoch. Die Tabweite, das sind also diese kleinen Eckerlen, habe ich dann einfach auf 6 einmal lassen. Die Breite von diesen Tabs, die machen wir proportional. Das heißt, das Programm wählt sich das dann selber aus, wie breit die sein müssen. Line Thickness braucht uns nicht berühren, Material Thickness, also die Stärke des Materials, wir verwenden da 3 mm Doppelsperrholz. Curve, das ist also wie breit ist der Schneidestrahl, 0,1 mm, das passt. Joint Clearance, das passt auch. Das lassen wir da, das Layout Style. Und bei Box Type, da können wir jetzt einfach auswählen, Fully Enclosed, das ist so halt wie eine Schachtel, wie ein Würfel, rundum und um zu. One Side Open, und zwar Länge mal Breite, das heißt, das ist eine Box, die oben keinen Deckel hat. Two Sides Open, Three Sides Open, Opposites End Open. Und Two Panels only. So kann man sich das aussuchen, was man da braucht. Gell? Das war's dann schon. Da. Dividers, das ist, wenn man innen drin eine Einteilung machen will. Die lassen wir einfach auf 0, dann macht er keine. Und Space Between Parts sind 5 mm. Die lassen wir. Und dann brauche ich nur sagen, anwenden. Fertig ist es. Das war's auch schon. Da haben wir also jetzt Boden, Deckel, links, rechts. Vorne, hinten. Wenn ich da jetzt hineinzoome, ja, dann kann ich nämlich noch etwas zeigen. Der hat da diese Linien gemacht. Und das sind einzelne Linien, die kann ich da wegnehmen. Nachdem ich das natürlich nicht will, in unserem Fall, markiere ich sie einfach. Alle vier von einem so einem Teil. Gehe dann unter Objekt auf Gruppieren. Die Schlauberger merken sich da Steuerung G. Als das Tattoo-Kürzel. Und jetzt kann ich nämlich das Teil als Ganzes da so bewegen. Ja, das mache ich jetzt geschwind mit alle Teile da. Steuerung G. Steuerung G. Steuerung G. Zweimal noch. Steuerung G. Und ein letztes Mal noch. Steuerung G. So, jetzt habe ich da meine Teile. Und die kann ich jetzt einfach anordnen, so wie ich es brauche. Jetzt habe ich zum Beispiel die beiden da. Die tun wir da drunter. Wenn die da so anschnappen, kann ich mit den Pfeiltasten durchaus die da an. So steuern. Und da legen wir das untereinander. Und dann legen wir es da her. Fertig ist die Geschichte. So leicht kann ich mir eine Box machen.
Jetzt müssen wir nicht mehr viel machen, gell? Nämlich alles markieren. Und dann habe ich da schon das Tab offen, Füllung und Kontur. Füllung gibt es ja sowieso keine. Farbe der Kontur, da nehmen wir eine. Und zwar, jetzt kommt es auf die Farben schon drauf an. Rot, damit schneidet das noch auseinander. Muster, da mache ich jetzt wieder meine Pixel mit 0,3. Das sehen wir jetzt zwar ein bisschen dünner, aber das passt schon so. Da. Das heißt, diese roten Linien, die fährt der Laser dann nach. Und wenn ich jetzt haben will, dass ich da was hinaufschreibe, zum Beispiel meinen Namen, dann gehe ich einfach her, schreibe meinen Namen. Dann suche ich mir da eine nette Schriftart aus. Das kann ja jetzt völlig egal sein. Natürlich ist mir es nicht egal. Nehmen wir zum Beispiel den da. Und die Schrift, das platziere ich jetzt genau da auf der Seite. Da muss ich jetzt natürlich Pfad, Objekt in Pfad umwandeln. Dann sagen wir wieder unsere Reihenfolge da, Füllung weg. Farbe der Kontur nehmen wir eine. Aber das möchte ich jetzt hineingraviert haben. Deswegen entscheiden wir uns jetzt da nicht mehr für Rot, sondern für Blau. Muster der Kontur. Pixel machen wir wieder 0,3. Passt. Und wenn ich das jetzt auf der anderen Seite auch haben will, dann gehe ich einfach her. Steuerung C. Steuerung V. Ich kann das ja durchaus spiegeln. Wo habe ich das da? Bei mir schaut das ja komisch aus. So schaut das aus. Jetzt ist es upside down. Und dann kann man sich sicher noch erinnern, haben wir da gehabt, in welchem Menü habe ich das jetzt drinnen? Bearbeiten. Objekt. Ausrichten und verteilen. Da ist es. Dann kommt mir das daher. Und wenn ich jetzt sage, die beiden Objekte, die möchte ich, dass sie mittig zentriert sind, dann haben wir das. Und die möchte sie aber auch horizontal haben. Passt. Und das gleiche mache ich jetzt da oben auch. Einmal vertikal mittig, einmal horizontal mittig. Und schon können wir zum Lasercutter gehen und das ausschneiden. Das war eigentlich alles, was man wissen muss. Bedienung von Laser Tools Tapped Box Maker. Gruppieren von den Bauteilen. Einfärben, was gelasert, also was durchgeschnitten und was graviert werden soll. Fertig. Und ich mache noch, glaube ich, noch ein Video, wo man dann sieht, wie ich einen Würfel mache mit den Würfelpunkten. Okay? Also inzwischen nochmal. Spielen damit.